Heute wollen wir die Umkehraufgabe kennenlernen. Du kennst bereits die Tauschaufgabe. Die Tauschaufgabe heißt Tauschaufgabe, weil zwei Zahlen ausgetauscht werden. Hier zum Beispiel bei der Aufgabe 2 plus 4 könntest du die Zahlen auch austauschen, sodass die Aufgabe heißt 4 plus 2 ist gleich 6. Die Umkehraufgabe heißt Umkehraufgabe, weil die komplette Aufgabe umgekehrt wird. Also es wird genau das Gegenteil gerechnet. Hier zum Beispiel siehst du eine Plusaufgabe. Du kannst zwei blaue Piraten in dem Piratenschiff sehen und drei rote Piraten, die zum Schiff dazukommen. Die Aufgabe heißt 2 plus 3 ist gleich 5. Nun wollen wir die Plusaufgabe umkehren ins Gegenteil, also in eine Minusaufgabe. Von den 5 Piraten, die auf dem Schiff sind, gehen 3 Piraten weg. Das heißt, die neue Minusaufgabe heißt 5 minus 3 ist gleich 2. Aus der Plusaufgabe 2 plus 3 ist gleich 5, wurde nun die Minusaufgabe 5 minus 3 ist gleich 2. Das bedeutet, das Ergebnis der Plusaufgabe, die 5, die an der letzten Stelle steht, wird umgekehrt und steht nun an der ersten Stelle bei der Minusaufgabe. Genauso die 2. Sie stand bei der Plusaufgabe ganz vorne. Das Ganze wird jetzt umgekehrt, sodass die 2 nun ganz hinten steht bei der Minusaufgabe. Und nicht vergessen, die Rechenzeichen kehren sich auch um. Aus dem Plus wird ein Minus. Hier noch ein Beispiel. Die Plusaufgabe heißt 5 plus 4 ist gleich 9. Ich drehe das Ganze um, sodass die Umkehraufgabe nun heißt 9 minus 4 ist gleich 5. Auch hier wurde aus dem Ergebnis der 9 wieder die erste Zahl und aus der ersten Zahl nun die letzte Zahl. Das Pluszeichen wurde zu einem Minuszeichen. Natürlich gibt es auch Umkehraufgaben beim Minusrechnen. Hier zum Beispiel die Aufgabe 8 minus 2 ist gleich 6. Der Minusaufgabe wird nun eine Plusaufgabe. Die 6 von ganz hinten rutscht bei der Umkehraufgabe nach ganz vorne an die erste Stelle. Aus dem Minus wird ein Pluszeichen. Und die 8, die ganz vorne stand, wird umgekehrt und steht nun ganz hinten. Aus der Minusaufgabe 8 minus 2 ist gleich 6 wurde nun die Plusaufgabe 6 plus 2 ist gleich 8. Noch ein Beispiel. Die Minusaufgabe lautet 10 minus 3 ist gleich 7. Wir drehen das Ganze um. Die Umkehraufgabe heißt nun 7 plus 3 ist gleich 10. Die 7 aus der letzten Stelle rückt ganz vorne an die erste Stelle. Aus dem Minus wird ein Plus. Und die 10, die am Anfang ganz vorne stand, steht bei der Umkehraufgabe nun ganz hinten. Hier siehst du ein Beispiel, bei dem dir die Umkehraufgabe helfen kann. Wenn zum Beispiel der Platzhalter bei einer Plusaufgabe ganz vorne ist, kann das ganz schön schwierig sein. Hier kann dir die Umkehraufgabe dabei helfen, die Plusaufgabe zu lösen bzw. die Platzhalter herauszufinden. Platzhalter plus 3 ist gleich 8. Ich kehre die ganze Aufgabe um. Das bedeutet, die 8 von ganz hinten rutscht an die Stelle ganz vorne. Aus dem Plus wird ein Minus. Und so habe ich die Minusaufgabe 8 minus 3. Und ich weiß,
8 minus 3 ist gleich 5. Und so weiß ich, der Platzhalter der Plusaufgabe von oben muss 5 sein. Also 5 plus 3 ist gleich 8.